Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 vom Arbeitslosen zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, ich geht's Ihnen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der Folge werden wir einen Kredit aufnehmen. Und ich habe beschlossen, dass wir die Tiere versetzen dann mit dem Kredit. Ich wollte zuerst eigentlich die Halle bauen. Und miteinander testen bin ich dann drauf gekommen, dass uns da hinten aus noch ein bisschen was angeht. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann fangen wir da von da her an zweimal Schafstall bauen. Und dann schauen wir mal, was noch weiter übrig bleibt. Jetzt gehen wir mal da rein. Jetzt gehen wir noch einmal voll auf Risiko. Jetzt gehen wir noch einmal voll auf Risiko. Dass wir das Unternehmen richtig zum Laufen bringen. 242.000, das heißt, wir ballern uns jetzt da mal die Seite. Etwas an Geld kriegen wir ja wieder. So. Dann um mir auf Tiere. Dann das Beste, was wir ja kriegen, ist ja das mit die Schafe. Da kriegen wir jetzt seit 65 hier rein. 194, die waren die Freilaufenden. War billiger, gell? Aber es ist halt freilaufend. Machen wir da noch ein bisschen hinten, machen wir da noch einmal Formen. Formen, jawohl. Nutzt uns eh nichts. Ich möchte da eher so eine gerade eine Linie kriegen und ich sage euch auch das warum. Ja, falls dass uns echt noch etwas übrig bleibt von der Wiesen oder von dem Feld, dann können wir ja das noch vernünftig nutzen. So. So, gut die Flächen schaffen. So, da. HP. Tiere, keine Bäume. So. Einmal. Zweimal.
Dann haben wir noch 45.000. Das passt gut. Das passt gut. Dann 2. Dann gehen wir da auch auf Malen. Dann auf Asphalt. Hört man nämlich jetzt ganz gut, gell? Jetzt machen wir das schon schön fertig, oder? Kennt ihr das Prozedere schon? Das kennt ihr das Prozedere schon? Dann das lassen wir nur, weil da weiß ich ja noch nicht, was ich mache. Aber da weiß ich schon mal, dass ich nichts mache. Da fahren wir dann auf da her. Ach, wow. Ah, schaut das sauber aus, das gefällt mir dann gut. So. Da wäre ich davor, da wäre ich auch ausgehen, obwohl ich keinen Weg da vormache. So, ein bisschen überwuchern, passt schon. Ah, passt das schon. ...65 Tiere. Das heißt jetzt, wir brauchen einen Ladewagen. Jetzt wollen wir da das Gras reinballern. War jetzt eigentlich nicht so geplant, dass ich gleich nur einen Bauabschnitt nachhau. Aber warum auch nicht, gell? Weil mit dem Stoff verdienen wir am meisten. Mit dem Stoff verdienen wir einfach am meisten. Und mit den Schafe haben wir einfach angefangen. Werden wir einfach die Schafe weitermachen. So schaut es aus nämlich. So schaut es aus. Sollten wir jetzt dazu kaufen auch noch, wir könnten unseren Viechtransporter ausreichen, gell, zum Umsetzen, weil dann braucht man gerade einmal. Dann braucht man nämlich gerade einmal vorne. Ich lasse jetzt voll rennen.
kann da jetzt, ich kann da aber den Tiertransporter mir ausleihen und dann kann da die 65 junge Schafe holen. Na, 65 nicht. Wir brauchen ja das zum. Wir brauchen ja Platz. Wir brauchen ja Platz. Das heißt. Das heißt, wir müssen dies jetzt so machen. Ah, was lasse ich den. Was lasse ich den Traktor da stehen? Warum? HP, sag mir das, warum lässt du den Traktor da hinten stehen und du gehst einfach dort vor Zumbi? Max den Viech-Anhänger mit dem Finger umziehen oder was? Mensch Gott, Junge, denk mit, du bist ein Unternehmer. Du hast Verantwortung. Nope. So. Brauche ja noch für die Kriano was. So. Mach was für die Kriano. Jetzt nehmen wir mal dort 13 von die Öttern Schafe und den. Und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. So. Ich weiß, das wird für den einen oder anderen langweilig sein. Aber teilen hiermit. Mit, wie es ist. Es ist sich gewünscht worden, dass ich meine Gedanken mitteile und wenn ich meine Gedanken unterm Spülen kriege zum Mitteilen, dann hole ich nicht öffnen, dann ist es einfacher so. So, wir haben jetzt da 65. Jetzt sagen wir mal, pass mal auf. Wir haben jetzt da einen Monat alt Schaf, 6, 2 Öfe, dann haben wir 8, 32, 16 und 30 Monate. Schauen wir mal, wir sehen es. 4 von die 30 Monate, die nehmen wir jetzt gleich einmal mit. 4 von die 30 Monate, die kommt dann im anderen Schafestall um mich. 16, 18, 4, 2, machen wir. Die 18er nehmen wir da auch noch mit. Nehmen wir den 18er da auch noch mit. Dann haben wir noch zwei übrig. Und dann haben wir da noch das Jungschafe dazu. Das sind die zwei. Passt gut. Dann haben wir die ersten 13 schon mal beieinander. Die ersten 13 schon mal beieinander. So. In den Stall. Ah. Ich würde schon alle dann dir auswählen, die was im Hänger inne sind, nicht? So, das 13 sind jetzt da drinnen. So, dann holen wir die nächsten 13. Dann kann ich jetzt nämlich da produzieren, dann lasse ich jetzt nämlich auch den Schafestall noch da.
Jetzt passt es mir auf. Jetzt nehmen wir mal die 32er mit. So, die 32er. Oh, naja, 10 Schafe sind es mit 32 Monaten. Schau, da die so. Da kriegen wir Kohle zusammen. Dann brauchen wir da nur 3 Maximum. 3 mit 16 Monaten, das passt da gut. Haben wir da eh schon. Jetzt müssen wir, haben wir den jetzt noch? 39 Schafe haben wir da noch drin. Das passt gut. Ja, für den Schafestall werden wir auch nicht mehr allzu viel kriegen. Da werden wir auch nicht mehr allzu viel kriegen. Wenn wir das da gleich umladen. Wenn wir das gleich nur umladen. Was ist jetzt los? Ah, okay, da ist die Folge. Aufschraufen was? Aufschraufen was halt? Ah, Kim schon HP. So. Jetzt kann man Interesse halber. Was kriegt man den? Was kriegt man den für den einen Schafestall? Hat jetzt mal so Interesse halber. 40.000, dann waren wir oben bei 80. Dann waren wir oben bei 80. Dann könnte man die Kuhfarm noch umdrehen. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Dann können wir die Kuhfarm auch umsetzen. Dann können wir da schon das nächste Feld wieder erstellen. So. Setzen wir die in den ersten einer oder sie wieder an die 40.000 Kräuten für die weitere. Wir kannten die 40.000 Kräuten für die weitere. Warten auf die, dass wir die 97 zusammenbringen und dann nur einmal eine Schafform da her schmeißen. Ihr seht, ich denke in großen Dimensionen jetzt mittlerweile. Ich denke wirklich jetzt in großen Dimensionen. Schulden habe ich wie Sau, aber ich denke in großen Dimensionen, denke ich. Der Herbst ist mein, da ich mal so da in dem Spiel.
Oder die nimmst du in Schweden zurückgezogen. Das kann er da, gell? So, 26 von 65. Liebet und vermehret euch. Das war das Beste. Warm hängen geblieben. Also echt mal, was das für eine Arbeit ist. Siehst du das? 13 von 65 sind noch inne. Fünfe, sechse, sieben, achte, jawohl. Hervorragend, hervorragend. Ich kann dann ja Schrofweide abbauen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, was ich vorhab. Paar 30. Ich möchte jetzt schauen, was ich so ein bisschen aufzuteilen. Adresse und dann setze ich den da unten rein und dann lasse ich auch einen Viechhänger da hinten zwischendrin stehen. Oh, warte mal, die muss ich, dann schauen wir dann zu Wartungszwecken da rum. Sechstes, passt hervorragend. Zu Reinigungszwecken tue ich den dann. So, dann reißen wir das Ding da hinten jetzt da. Dann haben wir da die nächste freie Fläche. Das passt gut. Dann braucht man nur einmal einen gescheiten Schwung, dass wir nur mal 97.000 zusammenbringen, dann hätten wir drei Schafformen, dann sollten wir bei zwei bleiben. Das ist jetzt die Frage. Bleiben wir bei zwei? Wie schaut es mit den Produktionen aus? Wir haben jetzt 26.000 Liter, das haben wir auch mit zwei geschafft. Jetzt lasst es mich gerade schnell überlegen. Kleidung, Stoff, 13 Liter. Ja gut, wenn die voll produzieren, dann kann man aber wieder die alte Schafin rauskaufen, gell? Wenn aber wieder ein Junge nachkommt. Ich lasse mich jetzt auf zwei. Das heißt dann, wir fangen gleich mit den Tieren an und das heißt,
Ja, wir fangen gleich mit den Tieren. Wir sind ja noch dabei bei den Tieren. Also mehr auf, jetzt muss ich mal das gerade mehr ausschauen. Muss ich das so wie ausgleichen oder was? Das heißt, ich hab da nicht genug Geld. Ah, das Ding ist schon riesig, gell? Die ist also gerade 45 hier in die bringen. So. Da bringe ich 45 hier rein. Da bringe ich aber auch 45 hier rein und das ist aber kleiner. Jetzt passen wir auf. Dann nehmen wir dieses Ding. Weil das kostet gerade 50.000, dann müssen wir gerade ein bisschen noch ungleichen da rauf. Ja. Das macht mir Angst, das geht so weit hoch rinnt. So. Jetzt pass auf, dann können wir das so platzieren. Mann, Kim schon macht echt die Grot. So. Ich hoffe jetzt, dass ich das richtig platziert habe. Ah, genau, dann haut es mir dort die, bei die Schafe die rein. So, malen. Das mit der Betonflächen wollen wir ja ändern noch gleich. Das mit der Betonflächen wollen wir ja ändern noch gleich. Aber da hat es mir jetzt das.
Da hat's mir jetzt dies da hergehauen. Das und das gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt passen wir auf. Da hauen wir jetzt da das so her. Da hauen wir uns das jetzt da so her. Jetzt die Maus da wieder los. Wir machen jetzt das gerade. Nein, im Spatz, Freunde, wir machen jetzt das gerade. Dass wir da wieder einen Boden herkriegen. Dann mal ein bisschen senken. Dann darf man halt übermalen. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir das so machen. Jawohl. Warum auch immer, dass man jetzt dort die Suche packt, gell? Ah ja, die Schafe wird es egal sein. Den Schafen wird es egal sein. Und da hebt man nämlich jetzt das. Den Kuhstall mit der Milli und so. Das passt gut. Ich werde dann schauen, dass wir da einen zweiten herkriegen. Was können wir denn für die, was wird man den kriegen, wenn wir den verkaufen da drüben? Ja, okay, dann lasse ich den nur. Dann lasse ich den noch, vielleicht hauen wir den nachher noch da her. Vielleicht setzen wir den später nochmal um. Zumindest haben wir jetzt meinen zweiten Kuhstall. Wir haben einen zweiten Kuhstall, meine lieben Sportsfreunde. Das ist schon mal das, was aktuell ist. Und dann schauen wir uns an, was wir in der nächsten Folge dann. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!